Freunde, glücklich zu sein ist die angeborene Natur eines Menschen. Immerhin, warum ist ein kleines Kind oft glücklich? Warum sagen wir, dass Kindheitstage die besten Lebenstage sind? Weil wir geboren sind happy, aber während wir aufwachsen, unsere Umwelt, unsere Gesellschaft beginnt, die Unreinheit in uns zu brechen, und allmählich erhöht sich das Niveau der Unreinheit so sehr, dass sich der natürliche Zustand des Glücks im Zustand der Traurigkeit ändert. Aber das passiert nicht mit allen in der Welt. Es gibt viele Menschen, die den natürlichen Zustand des Glücks halten und die Lebenszeit glücklich machen können. So sind solche Leute immer glücklich. Nicht wie andere ist die Traurigkeit ihres Lebens weiterhin bekannt, aber im Allgemeinen kümmert sich ein solcher Mensch nicht um Wertlosigkeit und lacht oft und ist glücklich und glücklich. So stellt sich die Frage, dass, wenn diese Leute glücklich leben können, warum dann nicht alle anderen? Was sind ihre Gewohnheiten, die sie auch während der Spannung um die Welt glücklich machen? Heute, durch diesen Artikel, werde ich 7 Gewohnheiten der glücklichen Menschen mit Ihnen teilen, die Ihnen helfen können, auch glücklich zu sein. Also lasst uns diese 7 Gewohnheiten kennen. Gewohnheit 1, auf der Suche nach gutem Leben ist nicht böse. Die Menschen haben eine natürliche Tendenz, die Negativität früh zu fangen. Psychologen nennen diese Tendenz Negativität Bias. Die meisten Menschen sehen den Mangel an anderen in Eile und achten nicht auf die Güte, aber diejenigen, die glücklich sind, finden in jeder Situation gut. Sie glauben, dass alles, was passiert, gut ist. Es ist sehr leicht, die Güte in jeder Person zu sehen. Du musst dir nur eine Frage stellen: Warum ist diese Person gut? Und weißt, dass dein Gehirn dir viele solche Erfahrungen und Dinge zählt, die du gut machen kannst. Noch eine Sache, du willst nicht nur in den Menschen gut finden, aber in jeder Situation musst du positiv sein und sehen, was gut darin ist. Zum Beispiel, wenn sie nicht in einem Vorstellungsgespräch ausgewählt worden sind, dann sollten sie denken, dass vielleicht Bakwan hat einen guten Job für sie, dass sie zu spät kommen, und sie können eine erfahrene Person fragen, wird er auch das wird sagen. Gewohnheit 2, die glücklich sind, tut es leid und bittet um Vergebung. Jeder hat seine eigene Ego, die durch das Wissen und andere verletzt werden kann. Aber diejenigen, die glücklich sind, nehmen nicht Herz aus dem Herzen, sie wissen, wie man verzeiht, nicht nur sich selbst, sondern auch sich selbst. Und im Gegensatz dazu, wenn solche Leute einen Fehler machen, dann werden sie nicht einmal bereuen, um Vergebung zu bitten. Sie wissen, dass das Ego des Vergeblichen wird ihr Leben kompliziert, so dass sie niemals zu spüren, sagen, sorry. Wenn ich einen Fehler mache, versuche ich nie, es zu rechtfertigen und es zu akzeptieren und um Vergebung zu bitten. Vergebung und Entschuldigung macht dein Verstand licht, schützt dich vor unnötiger Verwirrung und störenden Gedanken, und darum bist du glücklich. Gewohnheit 3, Menschen, die glücklich sind, entwickeln ein starkes Unterstützungssystem um sie herum. Dieses Stützsystem ist ein 2 Säulen, die Familie und Freunde F und F genannt werden. F und F hat einen großen Beitrag, um im Leben glücklich zu sein. Auch wenn du Reichtum auf der ganzen Welt hast, sei Ruhm, aber wenn du keine F und F hast, dann wirst du nicht lange glücklich sein können.
Es kann eine sehr offensichtliche Sache für Sie sein. Es scheint, dass Sie auch tolle Freunde und eine sehr liebevolle Familie haben, aber denken Sie ernsthaft darüber. Wie viele Freunde hast du, ohne zu zögern, um 15 Uhr nachts oder kannst du finanzielle Hilfe bekommen? Familie und Freunde sollten niemals selbstverständlich sein. Um eine starke Beziehung aufzubauen, müssen sie ihre Interessen nachschlagen, das andere muss gepflegt werden und sie müssen echt sein. Verbessern Sie Ihre Beziehungen so gut wie Sie können. Kleine Dinge wie wünschen, Geburtstag, gratulieren, tun wahre Lob, immer lächelnd, erwärmt Ihre Hände und umarmen. Ihre Beziehung wird intensiviert. Und wenn du das tust, bekommst du das Gleiche zurück und macht dein Leben glücklich. Gewohnheit 4. Diejenigen, die glücklich sind, tun ihre Arbeit oder Geist, was sie tun. Wenn du dein Verstand arbeitest, wird dein Verstand auf jeden Fall dein Glückquotient erhöhen, aber die meisten Leute sind nicht so glücklich. Sie müssen in einem Job oder Geschäft arbeiten, das nicht nach ihrem Interesse ist. Aber diejenigen, die glücklich sind, halten ihre Meinung in der Arbeit, die sie tun, auch wenn sie weiterhin versuchen, ihren Lieblingsjob parallel zu finden. Ich habe schon oft gehört, dass die Leute das Böse der Gesellschaft tun, wo sie beschäftigt sind, ihre Arbeit als das nutzloseste Werk der Welt gehört haben. Das macht dein Leben noch schwerer. Glücklich sind, tun nicht das Böse ihrer Arbeit, sie konzentrieren sich auf ihre positiven Aspekte und genießen es. Aber hier muss ich sagen, dass, wenn wir uns die glücklichsten Menschen in der Welt anschauen, dann werden sie die gleichen Leute sein, die ihre Gedanken arbeiten. Wenn ihr also genießt, was ihr tut, dann ist es eine gute Sache, von Steve Jobs zu lernen. Denken Sie auch an etwas wie dieses: Ihre Arbeit wird ein großer Teil Ihres Lebens sein, und der einzige Weg, um wirklich zufrieden zu sein, ist zu tun, was Sie wirklich denken, ist ein großer Job, und eines der größten Dinge zu tun, das ist, wie du es tust, was du tust. Anführungszeichen. Gewohnheit 5. Diejenigen, die glücklich sind, glauben nicht alles, was ihnen in den Sinn kommt. Nach den Wissenschaftlern, unser Gehirn produziert 60.000 Ideen jeden Tag, und im Falle eines gemeinsamen Mannes sind die meisten dieser Gedanken negativ. Wenn Sie Ihr Gehirn täglich mit Tausenden von negativen Gedanken füttern, dann wird es schwierig sein, glücklich zu sein. Deshalb, diejenigen, die glücklich sind, lassen Sie keine schlechten Gedanken kommen, in das Gehirn zu blühen für eine lange Zeit. Sie wissen, dass die Vorteile von Zweifel, Sie wissen, dass das, was Sie denken, ist falsch, Sie sind schlecht denken, dass sie gut sind, sie sind gut. Auf diese Weise, die Person entspannt, in der Tat, nach unserem Denken, gibt es chemische Freisetzungen im Gehirn, die unsere Stimmung glücklich oder unglücklich machen. Wenn du negative Gedanken als wahr akzeptierst, dann steigt dein Blutdruck an und du wirst gespannt. Auf der anderen Seite, wenn sie Zweifel daran haben, geben Sie unbewusst das Signal, um entspannt zu bleiben. Gewohnheit 7. Menschen, die glücklich sind, betrachten sich selbst verantwortlich für Dinge, die in ihrem Leben passieren. Glückliche Menschen wissen, Verantwortung zu übernehmen. Wenn ihnen etwas Schlimmes passiert, dann beschuldigen sie nicht andere, sondern halten sich dafür verantwortlich. Beispiel: Wenn sie für das Büro zu spät sind, stört der Stau nicht, aber sie denken, dass das Aussteigen vermutet wurde.
Lassen Sie den Erfolg Ihres Erfolgs gut für andere, aber betrachten Sie sich für Ihr Versagen verantwortlich sein. Wenn du andere beschuldigst für die schlechten Sachen, die mit dir passieren, dann wirst du wütend, aber wenn du dich für verantwortlich hältst, bist du ein wenig enttäuscht und versuchst dann, Dinge zu korrigieren. Ich selbst halte mich für jede gute und schlechte Sache in meinem Leben verantwortlich. Auf diese Weise beginnt meine Energie, mich zu verbessern, anstatt einen Fehler in anderen zu finden und letztlich mein Glück zu erhöhen. Freunde, Sie können schon einige dieser Dinge teilweise oder vielleicht ganz folgen. Aber wenn irgendeine Gewohnheit sich ein bisschen verbessern wird, dann wird es definitiv dein Glück erhöhen. Persönlich muss ich einen Teil des vergebenden Teils in Habit 2 verbessern. So lasst uns alle unser Glückquotient erhöhen und versuchen, ein glückliches Leben zu leben.